Hallo, ich bin hier beim Sommerfest von Startschuss und neben mir sind Björn vom Vorstand und Mira Christine vom Vorstand. Mira Christine, du hast das Fest organisiert. Wie viel Aufwand ist denn das? Mehr als man denkt. Wenn Feste gut laufen und man nicht sieht, wie viel Arbeit drinsteckt, dann hat man gut organisiert. Und ich glaube, das Wetter spielt heute auch noch eine große Rolle. Es hat Spaß gemacht zu organisieren. Ja, was gibt's denn hier alles? Wir machen Fitness, wir bieten unsere Tanzgruppe an. Es stellt sich Stand-Up-Paddling vor als neue Abteilung bei Startschuss. Die Kicking Dance und die Ballboys, die beiden Fußballmannschaften von Startschuss, haben ein Freundschaftsspiel gemacht. Und so kommen diverse Gruppen zusammen. Und natürlich, das Ganze eröffnet hat unsere Yoga-Gruppe mit einem etwas besinnlicheren Auftakt. Ja, und man kann hier alles ausprobieren? Man kann hier alles ausprobieren. Wir haben alle Sportangebote bewusst kostenlos angeboten, damit man uns kennenlernen kann und wir auch untereinander einen sportlichen Tag miteinander verbringen. Björn, wie viele Sportarten gibt es denn bei Startschuss? Wir haben im Moment 18 Sportarten. Das heißt, da ist wirklich von Badminton bis Yoga sozusagen das ganze Alphabet dabei. Das heißt, natürlich viele Ballsportarten, aber auch wir haben Schwimmen, wir haben viele fitnessorientierten Sportarten, wir haben Selbstverteidigung auch. Also da ist sozusagen von A bis Z alles dabei. Wenn der linke Arm oben ist, können wir einmal machen. Dann paddeln wir auf unserer rechten Körperseite. Ich spreche mit Hans. Hans, hast du das jemals zuvor gemacht? Nein, das erste Mal. War ein Versuch. Ja. Und, bist reingefallen? Nein. Sieht man auch, Haare, alles noch im Schuss, die Frisur hält. Wie war das Erlebnis? Super. Tierisch Spaß gemacht. Genau, Steven macht das Training auf St. Pauli am Montag um 20 Uhr und ich mache das Training am Freitag, Berliner Tor, um 18 Uhr. Und dann kriegt man vielleicht einen schönen Po. Kannst du das beobachten, dass sich die Figur der Teilnehmer auch irgendwie verändert? Also was ich auf jeden Fall feststellen kann, ist, dass auch schon nach wenigen Wochen die Kondition steigt. Also das geht viel schneller, als man denkt. Also die können besser Treppen steigen? Ja, nach 3-4 Wochen, gut, das kann man natürlich nicht sehen, aber man spürt es durchaus. Nach 3-4 Wochen Teilnahme merkt man schon die Unterschiede. Das lohnt sich durchaus. Arne, kann man noch mitmachen? Ist da noch Platz frei? Ja, natürlich. Also es ist immer Platz frei. Und was uns vielleicht auch auszeichnet, dass es einfach zwei sehr nette Gruppen sind und man schnackt auch ein bisschen miteinander und es ist mal lustig und man kann hinterher auch noch zusammen was trinken gehen, je nachdem. Bei wie vielen Mitgliedern seid ihr denn inzwischen? Bei 710 sind wir im Moment. Das ist eine ganze Menge. Ja. Und Startschuss organisiert dann immer, dass die Leute ihren Sport machen können, den sie gerne haben wollen, dass es dafür Hallen und Plätze und sowas gibt. Ne? Genau, wir sehen uns in zwei Aufgaben. Einerseits den Sport zu organisieren, den wir anbieten. Das ist natürlich unser Kern, was wir tun im Alltag. Und dann haben wir Startschuss Sport und mehr sozusagen als Motto. Das bedeutet also, wir versuchen natürlich auch solche Feste mit der Community zu organisieren, wo es also ein bisschen auch um Aufmerksamkeit geht. Wir haben ja auch die Regenbogenflagge gehisst sozusagen auf den Plätzen und wollen natürlich auch bekannt werden und auch im Sport ein bisschen mehr Akzeptanz noch erreichen. Ja, Mira Christine, auf welchem Sportgelände sind wir denn hier? Wir sind hier beim BSV Betriebssportverband in der Wendenstraße 120. Wo hier alles zusammenkommt. Wir haben Tennisplätze, wir haben Stand-Up-Paddling, Fußball und eben eine Grünfläche, wo wir diverse Sportarten noch anbieten können. Und ist das kompliziert, so diese Stätte für so einen Tag zu bekommen? Nein, das war völlig unkompliziert. Und Björn, hier machen auch andere Vereine mit bei eurem Sommerfest. Ja, also Hamburg Pride unterstützt uns sehr intensiv. Hein und Fiete ist mit an Bord, die heute also auch wieder ihre Präventionsarbeit hier vor Ort machen. Wir haben einen ehrenamtlichen DJ, ein Mitglied, der sich bereit erklärt hat, Musik aufzulegen. Und die Gastronomie schenkt Getränke aus. Und vor allen Dingen auch haben wir noch einen Grill, wo Würstchen gegrillt werden. Also alles dabei. Ich nehme an, ein Erfolgsmodell kommt jedes Jahr wieder, also auch im nächsten Jahr. Das hoffe ich doch. Ja, wir werden sehen, aber ich glaube auch. Ich freue mich schon jetzt darauf. Dankeschön. Wunderbar, danke. Gut, danke.